Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Beziehung retten nach Untreue. Mein Name ist Tom und das Thema heute ist Vertrauen wiederherstellen. Seitensprung, Affäre, Untreue. Es braucht wohl keine Erklärung dafür, dass all dies ein unendlicher Vertrauensbruch darstellt und das Vertrauen in der Beziehung im Moment auf Null zurückgesetzt ist. In diesem Video erklären wir, was der Untreue machen kann, um allmählich wieder Vertrauen in der Beziehung aufbauen zu können. Im Allgemeinen gilt es, bezüglich Vertrauen ein paar wichtige Dinge zu beachten. Erstens, Vertrauen entsteht nicht einfach, sondern Vertrauen wird gemacht oder erarbeitet. In Bezug auf Untreue heißt das, die untreue Person kann nicht einfach warten und hoffen, dass das Vertrauen der Betrogenen nach einer gewissen Zeit wieder da ist. Der Untreue muss es sich aktiv erarbeiten. Der Startpunkt ist Null. Zweitens, Vertrauen umfasst jetzt mehr als nur sexuelle Treue. Wenn das Vertrauen durch Untreue gebrochen ist, leidet darunter die gesamte Vertrauenswürdigkeit. Das heißt auch in finanziellen Fragen, in Planung der Zukunft, in der Rolle als Elternteil, in der Rolle als Familienmitglied und so weiter. Drittens, vertrauenswürdig ist man als Person insgesamt. Vertrauenswürdigkeit ist eine Charaktereigenschaft. Vertrauen geht also nicht nur im direkten Kontakt mit dem Partner verloren, sondern auch, wenn mein Partner sieht, dass ich meinen Freund belüge oder meinen Arbeitgeber bestehle oder meine Kinder unfair behandle. Kommen wir nun also zu den Verhaltensmerkmalen, die eine vertrauenswürdige Person auszeichnen. Erstens, Transparenz. Wir haben dies bereits an anderen Orten angetönt. Geheimnisse und Heimlichkeiten können kein Vertrauen bilden. In der Beziehung muss jetzt absolute Offenheit herrschen, damit Vertrauen wieder entstehen kann. Deshalb, mein Partner darf jederzeit wissen, wo ich bin, was ich gerade mache und wer bei mir ist. Zu elektronischen Geräten und meinen sozialen Medien hat mein Partner meine Passwörter und kann jederzeit sehen, was dort vor sich geht. Und die Verantwortung dafür liegt beim untreuen Partner. Er stellt die Passwörter proaktiv zur Verfügung. Er stellt sicher, dass er jederzeit erreichbar ist. Er ist kreativ und findet Lösungen, sodass Transparenz jederzeit gegeben ist. Zweitens, Zuverlässigkeit. In vielen Fällen wird Zuverlässigkeit mit Vertrauenswürdigkeit gleichgesetzt. Zwar ist Zuverlässigkeit ein wichtiger Teil davon, aber bei weitem nicht das einzige Puzzlestück. Zuverlässigkeit allein garantiert noch kein Vertrauen. Was heißt nun aber Zuverlässigkeit? Ganz einfach. Zuverlässigkeit heißt, ich mache, was ich versprochen oder angekündigt habe. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass ich auch verantwortlich für meine Versprechen bin. Als einfachstes Beispiel dient die Antwort auf die Frage: Schatz, wann bist du zurück von der Arbeit? Eine gute Antwort ist: Ich plane, um 6 Uhr zurück zu sein. Spätestens aber bin ich um 6 Uhr 15 zurück. Und sollte etwas Unvorausgesehenes geschehen und es wird doch später, melde ich mich telefonisch spätestens um 5 vor 6. Drittens, Vertraulichkeit. Vertraulichkeit heißt, alles, was mir im Vertrauen gesagt wurde, bleibt auch bei mir. Ich behalte selbstverständlich bei mir, was mir mein Partner sagt, und ich behalte bei mir, was andere mir im Vertrauen mitgeteilt haben. Persönlich bin ich bereit, im Heilungsprozess nach Untreue diesen Punkt etwas zu relativieren. Wenn es nach Untreue einen Konflikt zwischen Transparenz und Vertraulichkeit gibt, sollte Transparenz den Vorrang haben. Über Dinge, die den Heilungsprozess unterstützen, soll geredet werden. Auf Klatsch oder Verpetzen hingegen ist zu verzichten. Viertens, Integrität und Werte. Integrität heißt, ich mache, was richtig ist, nicht was einfach ist oder Spaß macht.
Mein Verhalten ist geprägt von Mut und Tat, nicht von Bequemlichkeit oder Behaglichkeit. Ich kenne meine Werte, ich kommuniziere sie und meine Taten sind auf meine Werte ausgerichtet, auch wenn es mühsam ist, auch wenn es spät abends ist und ich müde bin, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache. Fünftens, Respekt. Punkt 5 gilt in beide Richtungen. Ich respektiere deine Grenzen und ich beschütze meine Grenzen. Wenn ich mir nicht sicher bin, was deine Grenzen sind, frage ich, bevor ich handle. Ich respektiere dein Nein, ohne es zu verhandeln oder und ohne es zu vergelten. Meine Grenzen teile ich dir mit und ich bin bereit, auch selbst Nein zu sagen und dieses Nein einzufordern. Sechstens, Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit heißt, ich weiß, dass ich Fehler mache und dass meine Fehler dich verletzen können. Ich stehe zu meinen Fehlern, ich bin bereit, mich dafür zu entschuldigen und ich bin willens, Wiedergutmachung zu leisten. Nach Untreue ist dies oft ein zentraler und kritischer Punkt für die Heilung. Die Verletzung der Betrogenen ist immens und die Scham des Untreuen genauso. Beide Seiten kommunizieren in der Folge oft in einer Art und Weise, die genau diese Verantwortlichkeit verunmöglicht oder verneint. Wir werden dazu auf jeden Fall ein separates Video aufnehmen, das sich auf emotionale Kommunikation und genau diese Verantwortlichkeit beziehen wird. Siebtens, Großzügigkeit. Großzügigkeit in Bezug auf Vertrauensbildung heißt nicht nur materielle Großzügigkeit, sondern vor allem Großzügigkeit des Charakters. Im Detail heißt dies, was auch immer andere Menschen um mich herum sagen und machen, ich interpretiere ihre Worte und Taten in der großzügigsten Art und Weise. Ich gehe davon aus, dass sie es gut meinen und dass sie keine Absicht haben, Schaden anzurichten oder mich zu verletzen. Nach Untreue ist dies vor allem wichtig für den Umgang des Untreuen mit der Betrogenen. Wir verlangen vom Untreuen, dass er alle Taten der Betrogenen großzügig interpretiert. Die Tatsache allein, dass die Untreue der Beziehung überhaupt eine Chance gibt, zeugt von unendlicher Großzügigkeit. Achtens, kein Bewerten. Dies heißt, meine Bedürfnisse und meine Gefühle sind zulässig, genauso wie deine Bedürfnisse und deine Gefühle zulässig sind. Wir können über Bedürfnisse und Gefühle sprechen, ohne dabei einander zu bewerten. Auch wenn ich diesen Punkt soeben symmetrisch formuliert habe, besteht nach Untreue in Bezug auf Vertrauen doch eine Asymmetrie, der wir hier Rechnung tragen müssen. Um wieder Vertrauen zu schaffen, hilft es nicht, wenn der Untreue zu viel Fokus auf seine Bedürfnisse und Gefühle legt. Das Hauptaugenmerk soll nun auf den Gefühlen und Bedürfnissen der Betrogenen liegen. Und dabei gilt, wie gerade erwähnt, alle Bedürfnisse und Gefühle sind zulässig. Nichts ist falsch. Widerspruch oder Kritik zerstören das Vertrauen nur noch mehr. Neuntens, Beständigkeit. Verschiedene Fachleute, die sich in der Forschung mit Vertrauensbildung befassen, vergleichen Vertrauen mit einem Einmachglas für Murmeln. Ist das Glas voll mit Murmeln, besteht Vertrauen. Jede Aktion, jedes Wort, jede Tat kann dazu führen, dass eine Murmel ins Glas hinzugefügt wird oder eine Murmel entfernt wird. Untreue leert das Glas komplett. Es ist keine Murmel mehr drin. Nun, das beständige Einhalten der Verhalten, über die wir soeben gesprochen haben, hilft, dass wir über die Zeit langsam wieder eine Murmel nach der anderen hinzufügen können, bis das Glas wieder voll ist. Gleichzeitig kann aber das Verhalten jederzeit auch wieder dazu führen, je nach Schwere des Vergehens, dass eine oder mehrere Kugeln entfernt werden, dass das Glas komplett geleert wird oder im schlimmsten Fall sogar zerbricht. Was ich also mit Beständigkeit sagen will: Vertrauensaufbau braucht Zeit,
Aber Zeit allein ist nicht genug. Es braucht vertrauenswürdiges Verhalten jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Sollte euch dieses Video gefallen haben, so abonniert doch bitte unseren Better Life Channel, den wir laufend mit neuen Informationen und Videos ergänzen. Und besucht uns doch bitte auch auf www.betterlife.li. Dort findet ihr aktuelle Daten und Informationen zu unseren Kursen, die wir für Betrogene und Untreue anbieten und in denen all diese Themen noch viel detaillierter und persönlicher besprochen werden. Es wäre uns eine Ehre, an eurer Heilung mitwirken zu dürfen. Danke und tschüss.